nein, jetzt haben die roten Kreise auch mich erwischt. Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Episode und Freunde, wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es ist eine großartige Unterstützung. Letztes Mal 700 Likes. Vielleicht kommen wir heute wieder auf die 1000. Es wäre eine richtig geile Geschichte. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Also haut den Daumen raus. Es ist nur ein Klick und es lohnt sich wirklich für euch und auch für mich. Und jetzt kommen wir zum Problem. Denn, wie soll ich das erklären? Ich habe die letzten Tage Probleme mit FIFA gehabt. Und zwar nicht zu knapp. Und jetzt lade ich das hier gerade und guckt mal, wo wir sind. Ende August. Irgendwas stimmt hier nicht. Richtig. Was macht man in so einem Fall? Man versucht es so gut wie möglich nachzustellen. Also, da sind wir wieder. So, das Ganze nachgestellt. Hat ja nur anderthalb Stunden gedauert, beziehungsweise sogar zwei Stunden. Und warum? Ganz einfach. Wenn man einmal versehentlich auf Schießen drückt und währenddessen die Slider eingestellt hat, dann ist das nicht so gut, weil dann schießt man gegen Hannover plötzlich ein Tor, was man gar nicht will. Dazu, wenn man das erste Spiel auf Amateur spielt, ist es sehr, sehr schwierig, Julian Schieber dazu zu bewegen, Tor zu schießen. Und allgemein dauert das halt alles ein bisschen. Aber ich habe es zumindest von den Torschützen exakt nachgestellt. Natürlich konnte ich die anderen Partien nicht beeinflussen. Wir haben eine etwas andere Tabellenkonstellation, wie wir hier sehen können. Jetzt ist Mainz 05 Tabellenführer und Schalke steht mittlerweile auf Tabellenplatz 8, Hannover auf 13, während die ja in der Version, die wir gespielt haben, also die eigentliche Version, relativ weit oben standen. So kann es laufen, tut mir leid, ich werde es nicht wieder tun, mir wird es nicht wieder passieren, das sichern wir jetzt hier mal gleich ab. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal Richtung nächstes Spiel gegen Hoffenheim, auf geht's. Eine Änderung gibt es übrigens noch und das ist Shinji Kagawa, der ist nicht gewechselt, der bleibt weiterhin bei uns. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine ziemlich heftige und einflussreiche Änderung, würde ich mal so sagen. Ich schaue jetzt mal, wie wir die Elf aufstellen gegen 1899 Hoffenheim und dann sehen wir uns gleich im Spiel, beziehungsweise danach wieder übrigens vorher noch. Wenn ihr Coins braucht, schaut bei IG Vault vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Rabattcode MAXGAMINGTV. Ihr kriegt 6% Rabatt. Gerade jetzt während des Team of the Season. Eine sehr, sehr nice Aktion. Also schaut da vorbei. Wir gehen jetzt rein. Und bis gleich. This is Sinsheim, this is BVB und das ist die TSG 1899 Hoffenheim, die heute unser Gegner ist. Es wird eine ganz, ganz spannende Partie und ich bin gespannt, wie wir uns schlagen können. Leidtragende sind übrigens Roman Weidenfeller und Marcel Schmelzer, die jeweils aus dem Kader raus sind. Dafür sind unter anderem Reece Oxford und Shinji Kagawa reingerückt. Die Tabellenkonstellation sieht sehr gut aus mit einem Sieg. Vorausgesetzt Mainz gewinnt nicht, sind wir Tabellenführer und das ist das erklärte Ziel für dieses Spiel jetzt. Bei Dortmund gibt es ein Spielerdebüt und zwar Reece Oxford und zwar spielt er heute für Sokratis. Warum, kommen wir gleich nochmal zu, aber der junge Engländer, den wir von West Ham per Laie verpflichtet haben, steht heute erstmals in der Startaufstellung. Bei der TSG 1899 Hoffenheim keine großen Überraschungen, abgesehen vom transferierten Markus Berg in der Sturmspitze. Ansonsten Kai Hertling in der Stadt, der vielleicht auch noch relativ überraschend. Sonst Karajabek, Süle, Scheer und Su in der Verteidigung. Das wird auf jeden Fall eine Hausnummer. Bei uns Dortmund an Bürki, Piszczek, Oxford, Mustafi, Durm, Castro, Bender, Volland, Reus, Özyakub und Aubameyang. Die Offensive null verändert im Vergleich zum letzten Spiel. Allerdings Reece Oxford in der Startelf für Sokratis. Dessen Form ist zu schlecht. Toprak ist auch nicht gut in Form und deswegen kriegt Oxford seine Chance. Habe überlegt, ob er oder Ginter. Habe mich dann aber für den Engländer entschieden und ich hoffe, dass ich nicht bereuen werde. Wir springen jetzt rein in die Partie und wir holen uns jetzt die drei Punkte. Auf geht's. Hier haben wir den Youngster erstmals am Ball mit dem Pass auf Marco Reus, der sich in die Offensive einschaltet, aber nicht durchsetzen kann gegen Karajabek. Böses Foul an Pierre-Emerick Aubameyang, das gibt den ersten Freistoß und die erste gelbe Karte wahrscheinlich für Kai Hertling hier nach knapp 15 Minuten. Ja, das ist der Fall. Der hat übrigens sein erstes Bundesligaspiel und Tor gegen Hannover 96 gemacht, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Der Freistoß, eine wunderbare Situation für Marco Reus. Ja, keine Frage, wenn ich übrigens frage, warum spielt Bender? Ich stelle auch nach Leistungsprinzip auf und der hat gut gespielt, zwei Vorlagen gemacht. Jetzt kommt Reus, der hat eine Vorlage gemacht und versemmelt diesen Freistoß leider. Unser Dribbler Özyakub. Bisher geht offensiv noch gar nichts. Vielleicht jetzt mal was Kreatives. Ball in den Rückraum. Da ist Marco Reus. Hat Schwierigkeiten, den Ball anzunehmen. Nochmal abgelegt auf Özyakub. Aber der kommt nicht durch. Marco Reus auf dem linken Flügel. Der Fake-Shot. Die Flanke auf erster Zweikampf von Reece Oxford. Und auch den gewinnt er direkt mal. Ganz, ganz stark. Der Pass war nicht so gut, aber es gibt einen Freistoß. Bender mit dem Ball auf Özyakub und der ist auf und davon. Özyakub und Baumann mit einem unglaublichen Reflex. Hält die Null erstmal für die TSG.
Sturm auf Özyakub, 1:0, die Flanke sitzt, der Kopfball ist da und es steht 1:0 für den BVB. Die Auswärtskurve wird angerutscht und das ist der Führungstreffer gegen die TSG. Durm ausnahmsweise mal auf der rechten Seite, starker rechter Fuß, die Flanke in die Mitte. Und dann löst sich Özyakub da wunderbar und macht seine nächste Bude. Ganz, ganz stark hier zunächst das Solo von Durm. Und dann sieht da Süle in der Mitte nicht gut aus. Baumann hat keine Chance und wir führen in Hoffenheim. Volland in seinem Spiel gegen seine alte Liebe, in seinem ersten Spiel gegen seine alte Liebe. Piszczek, die nächste Chance. Und mit dem Halbzeitpfiff hat der BVB hier die Chance, das 2:0 zu erzielen. Bisher eine sehr einseitige Erste. Von Hoffenheim kommt gar nichts. Und wir müssen dazu sagen, dass unsere Defensive mit Oxford bisher wunderbar funktioniert. Ganz, ganz starke Leistung und dementsprechend verdiente Führung gegen Hoffenheim. Der Freistoß von Kevin Volland auf Sven Bender. Baumann, nicht Bürki, ist wieder da. Beides Ex-Freiburger. Oxford macht einfach ein starkes Spiel, auch wenn er den Zweikampf nicht endgültig gewonnen hat. Den Abschluss hat er herausgeholt. Wir wechseln das erste Mal in dieser Partie, den Platz verlässt. Castro hat wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Und auch die TSG wechselt aus. Schmid geht raus. Und dafür kommt El Younoussi bei uns. Kommt unser Siebener, unser Joker, Marc Stendera. Variante beim Freistoß der Hoffenheimer, die größte Chance bisher in der Partie, weil Durm war es, meine ich, ausgerutscht ist. Aber wir können uns befreien und dann dieses Einsteigen von Vargas und das ist mindestens eine gelbe Karte. Und das ist vielleicht sogar die rote Karte. Reus gegen Karajabek und das war von hinten in die Beine und es ist die rote Karte für den Tschechen, das habe ich richtig gesehen und das vollkommen zu Recht. Reus war weg. Und dann grätscht er von hinten in die Beine rein und es gibt die rote Karte. Diskutiert ihn noch mit unserem Kapitän, mit Sven Bender. Aber das ist total unnötig, denn wir sehen es hier nochmal. Das ist eine klare rote Karte. Wir bedanken uns bei unserem Torschützen und verabschieden ihn aus dieser Partie. Shinji Kagawa kommt für Özyakub rein. Mal schauen, was der Japaner an Überzahl jetzt hier noch so bewirken kann. 5 Minuten Nachspielzeit in dieser Partie und wir gehen nochmal nach vorne. Kontern jetzt die TSG aus. Kagawa macht das klasse, die Flanke Aubameyang. Aber sein Kopfball nicht erfolgreich. Und damit ist auch Feierabend. Und dann ist Schluss in Sinsheim. Wir gewinnen mit 1:0 gegen die TSG aus Hoffenheim. Eine überzeugende Vorstellung, zwar vielleicht ein bisschen zu niedrig, aber wir hatten auch nicht so viele Chancen. Es war eine spielerische Überlegenheit, natürlich vorhanden, vor allem was ja, die Spielanteile angeht. Aber von den Chancen her, da war nicht so viel los. Da muss ein bisschen was passieren, aber vielleicht ja in der nächsten Partie. Erstmal sind das 3 Punkte und damit stehen wir weiter in der Tabellenspitze und genau das ist das, was wir natürlich sehen wollen. Ganz, ganz starke Vorstellung von Aubameyang und natürlich Co. Und wir bedanken uns bei Özyakub dafür, dass er uns hier den Sieg gebracht hat. Die anderen Ergebnisse, Stuttgart gewinnt gegen Augsburg und Mainz gewinnt gegen Leverkusen mit 2:0, Frankfurt gegen Schalke mit 1:2 und Gladbach verliert gegen Augsburg, gerade glaube ich schon gesagt. Das sind ganz komische Ergebnisse, aber das heißt auch, dass Mainz weiterhin vor uns steht und dass die Tabelle im oberen Bereich absolut merkwürdig aussieht. Mainz, Augsburg, Bayern, Frankfurt und Köln, abgesehen von Bayern ist da keiner normalerweise unter den Top 6 vorhanden ist. Und am Ende steht Hertha BSC Berlin mit bisher einem mickrigen Punkt. Und auch Borussia Mönchengladbach, wie in Realität, mit einem ganz schwachen Start. Nicht ganz so schwach, aber 6 Punkte sind ideal für die. Der nächste Gegner in der Bundesliga ist Darmstadt 98 und momentan stehen die Lilien in der Tabelle relativ weit unten im Keller. 17. Tabellenplatz, aber schon 4 Punkte. Das ist immerhin ja, 3 Punkte besser als die Hertha aus Berlin. Wir wollen natürlich aber unsere 3 Punkte wiederholen und damit an die Tabellenspitze kommen, denn ihr seht es eventuell bereits, Mainz 05 spielt nur unentschieden und auch Augsburg hat nur unentschieden gespielt, wie es ausschaut und dementsprechend haben wir jetzt die große Chance, da oben der Big Winner zu sein und auf 18 Punkte aus 7 Spielen zu kommen. Das ist unser Auftrag. Los geht's. Da sind wir wieder im schönsten Stadion Europas im Signal Iduna Park im alten Westfalenstadion gegen Darmstadt 98, der Bundesliga-Aufsteiger, erstmals hier zu Gast. Der Spieler im Fokus, Pierre-Emerick Aubameyang, heute eine besondere Aufgabe. Müller hat ihn überholt in der Torschützenliste und das wollen wir natürlich wieder rückgängig machen, aber unser Gabuna ist ja ein richtiger Torjäger. 3 Tore gegen Leverkusen, heute soll es genauso laufen. Wir haben eigentlich keine Änderungen in der Startelf, Spiel mit der gleichen Elf wie gegen Leverkusen. Wie gegen Leverkusen, so ein Quatsch. Wie gerade gegen Hoffenheim mit einer Änderung. Özyakub kommt rein, ja quasi auf 8 und zwar
für Castro und Kagawa geht auf die 10. Also im Endeffekt kommt Kagawa frisch in die Mannschaft rein. Bei Darmstadt keine großen Überraschungen, habe ich gerade bereits gesehen. Sandro Wagner vorne drin, Konstantin Rausch und Julian Weigel. Unsere Leiger, für den es auch ein besonderes Spiel ist, der steht in der Startelf. Das heißt für uns jetzt angreifen und los geht's für Pierre-Emerick Aubameyang. Heimspiele, die kann. Die erste Gelegenheit für Aubameyang im 16er, aber Chalushka ist da und hält den ersten. Der Ball auf Özyakub, 1-0, es ist nicht Aubameyang, es ist Özyakub, der schon wieder trifft. Zuletzt gegen Hoffenheim erfolgreich und das nächste blau-weiße Team scheint ihm zu liegen. Wunderbares Solo hier von Marco Reus war es, meine ich. Und dann der Ball im perfekten Moment abgespielt auf Özyakub und er löst sich perfekt. Und Chalushka ist chancenlos, 1-0 Führungstreffer. Sven Bender im 16er, aber abgefälscht. Der ist sehr aktiv, der spielt sehr gut. Eigentlich war er schon weg und jetzt dreht er hier so auf und spielt so klasse die Saison. Die Ecke kommt auf Mustafi, der kommt nicht ran, aber da steht Erik Durm. Ganz enge Geschichte. Der Ausgleichstreffer kurz vor der Halbzeit aus dem Nichts. Wie kam das denn jetzt plötzlich? Das habe ich absolut überhaupt nie erwartet. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ein Ball aus dem Halbfeld, Sandro Wagner. Oxford steht da, fälscht den vielleicht irgendwie ab und dann ist Kagawa im Kopfballduell und Bürki sieht ganz schlecht aus. Und wir kassieren den Ausgleich von Darmstadt kurz vor der Halbzeit. Ich kann das gar nicht glauben. Unfassbar. Franšić war's. Volland macht das stark. Volland! Chalushka ist da. Ich wollte gerade sagen, dass es eine ganz langweilige erste Halbzeit eigentlich war. Und dann überschlagen sich kurz vor Ende der ersten Halbzeit die Ereignisse. Erst ja, das Tor durch Franšić und dann mal die Chance durch Volland. Aber momentan steht es 1-1 und der Aufsteiger, der macht hier richtig Furore. Shinji Kagawa. Kagawa, der Pfosten rettet für Chalushka, der schon geschlagen war. Özyakub aus der Distanz, was für ein Tor, was für ein Tor von Özyakub, der Doppelpack unseres türkischen Nationalspielers und was für einer, ein krankes Tor, 35 Meter und das war alles andere als unhaltbar normalerweise für Chalushka, aber der macht den Schritt zu kurz und der Ball sitzt auch perfekt in der Ecke, wunderschöner Strich und ich wollte gerade sagen, offensiv geht hier gar nichts. Und ich meine wirklich gar nichts. Ich habe gerade, ihr seht es jetzt vielleicht, die komplette Offensivreihe ausgewechselt. Bojan gebracht auf der rechten Seite für Volland. In der Mitte haben wir jetzt Ben Yedda eingewechselt für Kagawa, der überhaupt nicht gut gespielt hat. Ein ganz schwaches Spiel gemacht hat, von dem man nichts gesehen, dem nichts gelungen ist. Und für Reus, der gerade das Tor vorbereitet hat, jetzt Origi in der Partie. Aber Reus war sowieso nicht mehr ganz fit. Bender mit der nächsten Chance. Diesmal ist Chalushka auf dem Pfosten. Posten. Origi, wie er den Ball mitnimmt, ist Weltklasse. Das ist Aubameyang. Außen gegen Rajkovic, ist schon nicht mehr ganz fit. Und das merkt man ihm auch an, aber Origi kriegt den Ball nochmal. Das ist Ben Yedda jetzt. Auch der nicht, ja, nicht ideal, aber kann den Ball nochmal zurückerobern. Mit der Hacke auf Bender, Doppelpass. Und jetzt der Pass in die Spitze auf Özyakub. Der wird doch nicht, der wird doch wohl, der Trick. 85. Minute, 83. Egal, der Hattrick von Özyakub. Das nächste Heimspiel, der nächste Hattrick und der nächste Spieler, der ihn macht. Wunderbar gemacht von Ben Yedda. Schöner Doppelpass mit Bender und perfekt in den Lauf von Özyakub. Diesmal mit links in die kurze Ecke. Chalushka chancenlos. Und das 3-1 und die Entscheidung und der Hattrick für Özyakub. Wir sind in den letzten Sekunden Ben Yedda auf Bender, aber das war natürlich zu überheblich, habe ich zu blöd spekuliert. Bojan, Aubameyang kommt nicht ran, Bender nochmal, Bender mit der Chance, aber kommt auch nicht nochmal ran. Und dann ist es auch vorbei. 3-1 Heimsieg gegen Darmstadt 98, wir gewinnen das nächste Heimspiel, wir sind neuer Tabellenführer der Bundesliga und dank wem? Dank diesem Mann, dank Özyakub, Ozan Özyakub, unser Neuzugang von Beşiktaş, unser Ersatz für İlkay Gündoğan und das hat sich mal richtig ausgezahlt, unglaublich starke Vorstellung und wenn es so weitergeht, dann bringt den Bayern auch der Pogba nichts.
Wenn ihr euch übrigens fragt, Max, warum simulierst du die Spiele nicht einfach? Das war ursprünglich mein Plan bei Hoffenheim und bei Darmstadt. Allerdings hatte ich heute einfach Bock zu spielen und dementsprechend habe ich das in dieser Episode mal gemacht. Nächste Episode geht es dann episch weiter. Und vielleicht wissen ja einige von euch schon, gegen welchen Gegner es dann gehen wird. Vielleicht haben sie so als Dortmund-Fans aus der Vergangenheit noch im Kopf, wer nach Darmstadt kam, beziehungsweise wo man nach Darmstadt hin musste. Ich muss noch kurz sagen, ihr habt nach Spoilern gebeten, beziehungsweise es kam der Tipp unter meinem Vlog, bei dem ich noch ein bisschen angesprochen habe, was ich auf YouTube bei mir verändern möchte, dass ich doch vielleicht ein bisschen spoilern soll vor dem Video. Das heißt im Endeffekt, ja, vielleicht nicht wirklich spoilern, sondern quasi kleine Cliffhanger geben, was passieren könnte, um die Aufmerksamkeit noch ein bisschen zu polarisieren, um den Leuten die Spannung zu geben, damit sie das Video auch gucken. Hat euch das heute gefallen? War das zu viel? War das zu wenig? Was ist eure Meinung? Ich würde es gerne wissen. Schreibt es mir in die Kommentare und haut in die Kommentare, was ihr eventuell mal sehen möchtet, wen ich spielen lasse, was ich mal umstelle und so weiter und so fort. Ich meine, klar, Mikel Merino sitzt nur auf der Bank. Auch in der Hut, den wir verpflichtet haben, sitzt nur auf der Bank. Aber ich kann ja nun mal auch nicht alle spielen lassen. Unser Kader ist breiter, als ich dachte. Und die Spieler sind halt einfach momentan top in Form, wie beispielsweise im Bender. Und den kann ich dann auch nicht rausnehmen. Ich denke mal, das ist ganz klar. Aber vielleicht wird das ja in der nächsten Episode besser. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Honoriert diese klasse Leistung BVB und honoriert das, dass ich nochmal den ganzen Kram nachgestellt habe. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. 1000 Likes wären absolut genial. Ihr wisst, was für eine großartige Unterstützung das ist. Also haut den Daumen einfach rein und dann sind wir bei der nächsten Episode wieder richtig motiviert und top in Form dabei. Und jetzt nochmal für alle, die es nicht gecheckt haben. Das ist unser nächster Gegner.